Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einem neuen Seelenimpuls rund um die Berufung, Lebensaufgabe, dem Seelenplan. Hey, wir leben aktuell in echt verrückten Zeiten. Es ist unglaublich, was gerade passiert, was sich gerade zeigt, was gerade ist. Es ist, ja, manch einer bezeichnet es, ja, es ist himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und diese wunderbaren, diese fantastischen, diese großartigen Dinge, Erlebnisse und so weiter liegen so nah an dem Drama da dran, ja. Und manchmal weiß man gar nicht, was jetzt gerade irgendwie ist, ja. Und heute möchte ich über die Thematik sprechen, wozu es mich drängt, ja. Und es geht tatsächlich um das Drängen der eigenen Berufung, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und tatsächlich ist es egal, wo du gerade stehst, ob du den Begriff noch nie gehört hast, ob du noch gar nicht damit dich beschäftigt hast, ob du schon dich ein bisschen damit beschäftigt hast, ob du deine Berufung schon lebst oder wie auch immer. Also im Grunde, diese Thematik oder wir werden aktuell wirklich dazu gedrängt, tiefer in diese Thematik abzutauchen, sie wahrzunehmen und das Thema für uns immer bewusster zu klären und bewusster zu leben. Ja, und ja, es hat mich extrem heute zu diesem Video gedrängt. Es war wie ein Hammerschlag da und dass ich einfach über diese Thematik sprechen muss und ja, einfach diese Thematik aus verschiedenen Perspektiven beleuchten darf. Und das tue ich hiermit. Ich teile das mit dir und gebe das weiter. Weil ja, es ist ja so ein richtiges Drängen meiner Seele, eben ja, diesen Prozess mit mehr Bewusstsein zu füttern, in Anführungsstrichen. Und zum Schluss, also das ist der allgemeine Teil, es sind ja so, ich glaube, so 7, 8 Punkte, in Anführungsstrichen, die ich ansprechen möchte, die aus meiner Sicht oder wo ich merke, ja, wo ich vorhin so die klaren Impulse bekommen habe, das ist wichtig, die anzusprechen. Das ist das eine und zum Schluss gibt es dann noch so, ja, im Grunde sind es so wie 3 individuelle Impulse, je nachdem, wo du gerade stehst. Der erste Impuls ist für Menschen gedacht, für dich gedacht, wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, was deine Berufung ist oder du immer noch rumeierst. Ja, was ist es denn? Ist es eher das oder das oder ja, also dafür, für dich ist das gedacht. Der zweite Impuls ist für Menschen gedacht, die im Grunde wissen, was ihre Berufung ist. Also wenn du weißt, wenn du das auch schon lebst, aber es klappt noch nicht so richtig, ja, in der Realität, beziehungsweise es klappt nicht mehr. Ja, also du hast deine Berufung schon gelebt und du hast das Gefühl, jetzt ist es das aber nicht mehr, ja, und du hast gar keinen Plan mehr. Du bist jetzt völlig durch den Wind, ja. Du hast gedacht, naja, okay, ich hab's ja. Und dann hat auch eine Zeit lang geklappt, aber jetzt ist es das irgendwie nicht mehr. Also für dich die Nummer 2 und für dich Nummer 3, wenn eine ganz besondere Personengruppe ist, dass die, das finde ich, ist ein sehr wichtiges Thema, was noch gar nicht so sehr darüber gesprochen worden ist, und zwar einfach für Menschen, die sich schon so lange mit dieser Thematik, mit spirituellen Themen beschäftigen, schon so lange auf ihrem Weg sind und einfach das Gefühl haben, dass sie einfach, sie sind müde, ja, und sie merken in Anführungsstrichen, wie die Jüngeren oder die jetzt, die erst mit dieser Thematik beschäftigen, wie schnell alles geht, ja, und sie haben das Gefühl, du hast vielleicht das Gefühl, mein Gott, bei mir ist alles so langsam und ich musste mir alles so mühsam und mühevoll erarbeiten, ja, und ja, also für dich ist dieser dritte Impuls. Also, ich wünsche dir viel Spaß. Spaß und ja, eine Menge Inspiration mit diesem Video. So, und beginnen möchte ich mit der Thematik, was ist überhaupt Berufung? Mir ist schon klar, das hast du bestimmt schon 1000 Mal gehört und willst vielleicht jetzt auch gleich vorspulen. Aber bitte bleibe mal ganz kurz dran. Ich möchte dich daran erinnern, was Berufung wirklich bedeutet. Berufung bedeutet erstmal nicht nur einen bestimmten Beruf. Das ist mal das eine. Berufung bedeutet auch nicht, dass du irgendwann deine Berufung gefunden hast und dann, was dann?
Ja, viele glauben, sie sind auf der Suche nach ihrer Berufung. Wenn sie das gefunden haben, das ist es dann und dann machen sie das ihr ganzes Leben lang. Hey, vergiss es, das ist nicht Berufung. Weißt du, was Berufung nochmal ist? Berufung bedeutet, in jeder Sekunde deinen inneren Ruf wahrzunehmen, ihm zu vertrauen und ihn ja umzusetzen, zu manifestieren. Das bedeutet Berufung. Und zwar dein ganzes Leben lang. Berufung bedeutet nichts anderes, wie jede Sekunde oder jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde ist vielleicht, ja, jetzt aus jetziger Sicht vielleicht noch ein bisschen viel, aber im Grunde immer deinem inneren Ruf zu folgen, und zwar dein ganzes Leben lang. Du glaubst, du hast deine Berufung schon gefunden und lebst schon von deiner Berufung und so weiter und du müsstest nicht mehr deinem inneren Ruf folgen. Doch, genau dann. Hey, ich werde jeden Tag, jedes Datum auch bei mir wahrzunehmen, was jetzt ist. Und dann kann es durchaus sein, dass ein Projekt, das gestern super interessant für mich war oder super spannend, heute nicht mehr dran ist. Ja? Es geht darum bei der Berufung, dass du immer mehr deine Aufmerksamkeit ja wirklich nach innen lenkst und das Innere wahrnimmst. Also diese leise innere Stimme, die nichts anderes ist wie die Stimme deiner Seele, ja, die dir deinen Seelenplan zuflüstert. Bist du bereit, endlich dieses leise, diese Stimme deiner Seele wahrzunehmen, deinen Seelenplan zu erfüllen? Darum geht es bei der Berufung. Und wenn ich es ein bisschen überspitzt sagen möchte, bedeutet Berufung nichts anderes wie, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das Geschwätz von hier und jetzt, das ist das Spannende. Ja? Also, mach dir das nochmal bewusst und hasch nicht oder such nicht die Berufung irgendwann, sondern wähle, ja, jetzt wahrzunehmen, was deine Berufung ist. Wähle. Deiner inneren Stimme immer mehr Raum zu geben, sie immer mehr wahrzunehmen und das, was da ist, zu vertrauen, deiner inneren Stimme zu vertrauen und das immer mehr nach außen zu bringen. Okay? Und wenn es dir vielleicht ein bisschen schwerfällt und sagst, ja, ich weiß jetzt aber nicht, ob es meine innere Stimme ist und also das eine Thematik für dich ist, hierzu habe ich mal ein umfangreiches Video gemacht, wo es einfach darum geht, die verschiedenen Schlüssel in Anführungsstrich zur inneren Stimme. Das verlinke ich hier, das kannst du dir in Ruhe anschauen und schauen, was da für dich das Passende ist. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Berufung nichts anderes ist, wie eben diesem inneren Ruf, ihn wahrzunehmen, ihm zu vertrauen und zu folgen. Und zwar dein ganzes Leben lang. Ja? Also nicht irgendwann der Punkt und dann ist erreicht. Nein, bis du deine Augen zumachst, machst du nichts anderes, wie im Grunde deine Berufung leben, deinem inneren Ruf zu folgen. Es geht nur, die Frage ist ja nur, ob du es, das machst du sowieso. Die Frage ist nur, machst du das bewusst oder unbewusst? Ja, und wenn du es bewusst machst, dann kannst du auch bewusst das leben, was du wirklich möchtest. Ja, also da schließt sich dann ein Kreis. Okay? Gut, das war die erste Thematik und gleich geht's mit der nächsten Thematik weiter. Und die nächste Thematik ist, ich würde es mal so sagen, mach Ordnung in deinem Leben, ja, vor allen Dingen in deinem Innenleben. Hey, schau dir noch mal ganz genau an, was hindert dich daran, in deine volle Größe, in deine Kraft zu kommen. Was sind die Themen? Was hindert dich daran, deine Berufung zu leben? Ja? Was hindert dich daran, deine Berufung zu erkennen? Schau dir das genau an. Nimm dir Zeit. Und frage dich wirklich in einer ruhigen Minute, in einer ruhigen Stunde, was hindert mich, was blockiert mich wirklich, meinen inneren Ruf wahrzunehmen? Ja? Und wenn es am Anfang auch noch nicht so, wenn du noch nicht so klare Antworten bekommst, das macht nichts. Bleib dran, frag dich immer mehr und es geht sowieso immer tiefer und tiefer. Fang jetzt erstmal an. Die Antworten, die du jetzt bekommst, sind erstmal okay. Ja? Und nimm wahr und sei ehrlich zu dir. Und schau dir an, welche Themen das sind. Ja. Und dann hab den Mut, all das loszulassen. Und wenn du noch nicht den Mut hast, das loszulassen, frage dich, warum bist du noch nicht bereit, deine Berufung zu leben? Ja. Also, dieses Mach Ordnung in deiner Innenwelt. Ja. Räum alles auf, all die Gedankenmuster, die Blockaden, alles, also alles ist falsch, falsch in Anführungsstrich, weil es wird uns mehr oder weniger unser ganzes Leben beschäftigen. Aber das, was jetzt dran ist, ja, hab jetzt den Mut, wirklich hinzuschauen, was dich jetzt blockiert, ja.
Und lass das los. Es ist deine bewusste Wahl. Du bist nicht abhängig von irgendwelchen Gegebenheiten. Du kannst jetzt loslassen. Ja? Also schau hin, nimm bewusst wahr und lass los. Ja? Und glaube nicht, dass du nicht die Macht dazu hast. Das ist mir sehr wichtig zu sagen. Und viele sagen, ja, es hört sich ja toll an, aber vergiss dieses Ja-Aber. Und wenn du ein Ja-Aber hast, dann schau dir dein Ja-Aber ganz genau an. Ja? Weil das ist genau dein Weg zu deiner Befreiung. Ja? Deine Ja-Abers. Da solltest du Ordnung schaffen. Ja? Okay, gleich geht's mit dem nächsten Impuls weiter. So, und nun geht es weiter mit der Thematik Hingabe an das Hier und Jetzt. Es geht auch darum, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir das Thema Karma nun endlich loslassen können. Ja? Weißt du, wir sind in so wunderbaren Zeiten, dass wir bewusst im Hier und Jetzt das wählen können, was wir wirklich wollen. Ja, es geht nicht darum, dass wir uns noch immer mit diesen alten karmischen Themen hin und her und da noch genauer hinschauen. Ja, du kannst schauen, das, was jetzt in deinem Leben ist, zeigt dir doch dein Karma, ja, oder das, was bei dir noch karmisch ist, was noch in dir steckt, ja, die Themen, die Probleme, die Herausforderungen, da musst du nicht in die Vergangenheit gehen und Sonstiges. Schau dir das genau an. Ja, und wähle, und das ist jetzt das Spannende und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir können aus dem, natürlich, wenn du ein Thema hast, kannst du aus dem Hier und Jetzt entscheiden, was du mit dieser Thematik jetzt machst. Bleibst du immer noch gefangen, gefesselt in deiner Kraftlosigkeit, in deiner Ohnmachtlosigkeit, in deinem Geldmangel, in deinen dramatischen Beziehungen und so weiter. Du kannst jetzt wählen, ja? Du hast die Kraft und die Macht, jetzt zu wählen. Und ich möchte dich in dem Zusammenhang auch nochmal an das Thema Manifestieren erinnern. Du willst ein, vielleicht stellst du dir etwas ganz Besonderes vor oder du wünschst dir ein erfülltes, glückliches Leben, ja? Aber du kämpfst immer noch mit den alten Mitteln oder du verwendest immer noch die alten Mittel, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das funktioniert nicht mehr, ja? Das ist, ja, es funktioniert einfach nicht mehr. Schau dir an, was jetzt, was deine vorherrschende Energiefrequenz ist. Ich habe das schon so oft gesagt, aber deine vorherrschende Energiefrequenz, so wie du dich hauptsächlich fühlst, wie du hauptsächlich denkst von dir und von den Themen, die dich beschäftigen, wie du hauptsächlich handelst, das ist ein absolutes Manifest an deine Zukunft. Willst du das? Ja? Akzeptiere, dass du ein mächtiges, kraftvolles Schöpferwesen bist und dass du im Hier und Jetzt kannst du dein Leben kreieren, nur im Hier und Jetzt, nicht irgendwann, nicht wenn die Kinder groß sind, nicht wenn du wenn du die und die Ausbildung gemacht hast und so weiter. Nein, im Hier und Jetzt kreierst du das, was deins ist. Ja, bitte akzeptiere das. Also, hol dich immer wieder. Das war übrigens, ich habe das schon in so vielen Interviews gesagt, mir hat mein Leben gerettet die Erkenntnis, dass ich mich immer ins Hier und Jetzt zurückhole, das Morgen völlig auf die Seite lasse und immer nur gefragt habe, was kann ich heute tun, was ist heute Thema, um was geht es mir heute, was ist heute wichtig. Ganz auf das Hier und Jetzt nicht konzentriert, ganz da hineinfallen gelassen. Und das hat mich immer mehr zu mir gebracht, immer mehr in die Energiefrequenz, die meine ist, ja, die wirklich meins ist. Dadurch habe ich auch immer mehr mich wahrgenommen, immer mehr meine innere Stimme auch wahrgenommen. Vorher konnte ich sie gar nicht wahrnehmen, weil ich mich immer mit anderen beschäftigt war, ja, und immer nur gedacht habe, ja, ich müsste noch das oder das oder das. Nein, hier und jetzt oder das Morgen, ja, was morgen ist, ist echt scheißegal, weil morgen ist nur das Ergebnis von deinem Hier und Jetzt. Also hier und jetzt ist der Schlüssel. Ja, akzeptiere das und richte dein Leben genau danach ein. Und je mehr du dich wie immer wieder zurückholst ins Hier und Jetzt, deine Gedanken, wenn sie ja, was ist jetzt? Ist es nötig, dass du dir diese Gedanken gerade machst? Ist es nötig, dass du das, was du jetzt gerade tust? Ist es das, was du wirklich willst?
Also, komm immer zurück ins Hier und Jetzt. Und Hier und Jetzt ist immer perfekt. Immer. Egal was gerade ist, es ist immer perfekt. Ja? Okay. Gleich geht's weiter. So, und nun kommen wir an einen ganz, ganz spannenden Punkt, an dem ja ganz, ganz viele Menschen gerade jetzt stecken. Ich nenne das immer die Übergangsphase oder Phase. Und zwar, das ist die Phase in unserem Leben, wo wir im Grunde schon verstandsmäßig schon weiter sind, wie es in unserem Leben tatsächlich angekommen ist. Bedeutet ganz konkret, du hast dich zum Beispiel mit dem Thema Berufung beschäftigt und du weißt, was deine Berufung ist und jetzt bist du dabei, das Ganze in dein Leben zu holen. Ja, aber es ist eben noch nicht da. Also du weißt zum Beispiel ganz genau, was du dir wünschst oder was das dir heraus möchte, was deine Message ist, deine Vision und so weiter. Aber es ist eben noch nicht da. Ja, und jetzt kommt diese Phase. Und diese Phase, diese Übergangsphase ist meines Erachtens die gefährlichste Phase. Und es ist die Phase, in der die meisten Menschen alles hinschmeißen. Weil das Spannende ist, dass in dieser Phase, also in dieser Phase, wo du schon Bewusstsein für eine Thematik hast, sie aber noch nicht in deinem Leben ist, Folgendes passiert. All das, was sozusagen für dein Neues nicht mehr zuträglich ist, was in deinem neuen Leben nichts mehr zu suchen hat, zeigt sich eben in dieser Übergangsphase. Ja? Und das kann durchaus sein, dass zum Beispiel zum 100. Mal die Thematik hochkommt, hey, ich habe keine Kohle. Ja? Oder du verlierst deinen Job. Also du hast dich entschieden, zum Beispiel deine Berufung zu leben. Und du hast einen Plan, so nach dem Motto, naja, okay, ich mache das jetzt erstmal nebenher. Und ja, und dann, wenn ich dann klar bin, dann lebe ich dann meine Berufung. So, und dann kommt Folgendes. Und du hast ja alles schon zurechtgelegt und hast mit allem schon kalkuliert, mit dem Geld und so weiter. Und dann kommt die Kündigung. Und du denkst, was ist jetzt passiert? Ja, ich war doch klar, ich will doch meine Berufung und jetzt kommt so. Ja, also, im Grunde ist tatsächlich so, in dieser Phase, also wo das Neue noch nicht ganz da ist, kommen all diese Themen hoch, die tatsächlich nichts mehr in deinem neuen Leben zu suchen haben. Und einzig nur deswegen, damit du ein Bewusstsein dafür hast, damit du schaust, damit du eine bewusste Wahl treffen kannst, auch zu sagen, okay, das will ich so nicht mehr. Ja, das gehört auch nicht mehr zu mir und ich lasse es los. Ich lasse das auch aus meinem System los. Das ist wie ein Reinigungsprozess. Übergangsphasen sind Reinigungsprozesse. Und Reinigungsprozesse ist so wie zum Beispiel, wenn du eine Wunde hast, ja, dann ist ja auch, wenn der Eiter da ist, ja, so, was machst du? Du kannst sagen, okay, ich sehe es nicht, trotzdem ist es da. Ja, der Eiter muss erstmal raus. Ja, und genauso ist es in dieser Phase. Der Eiter muss raus. Ja, dieser ganze alte Scheiß, der in dir, den du angesammelt hast, die ganzen alten Denkweisen, Verhaltensmuster und so weiter, die haben teilweise in deinem neuen Leben, in dieser Konstellation, nichts mehr zu suchen. Das bestimmt keiner. Du brauchst bloß nicht meinen, dass das irgendwie irgendjemand bestimmt. Nein, das ist das, dass deine Seele will das nicht, sonst wird sich so nicht in deinem Leben zeigen. Also halte durch in diesen Übergangsphasen und mach dich nicht kirre. Auch zu dieser Thematik habe ich ein umfangreiches Video gemacht. Und das ist auch ein Seelenimpuls, wo du auch dir deinen ganz persönlichen, individuellen Seelenimpuls abholen kannst, nämlich genau zu dieser Thematik Übergangsphasen. Das verlinke ich auch hier. Das ist sehr wichtig, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, weil es ist für mich, ja, im Grunde, wie ich schon sagte, die gefährlichste Phase. Ja? Also nicht aufgeben, bewusst dich mit dieser Thematik beschäftigen und zu schauen, okay, was will dir das jetzt sagen? Warum kommt dieser alte Scheiß nochmal hoch? Das hat einen Grund, das hat ein Geschenk. Und so weiter. Ja? Also schau dir dieses Video an und wenn du damit jetzt ja gerade dich gerade extrem davon angezogen fühlst, dann solltest du dir dieses Video unbedingt anschauen. Okay, und es geht weiter mit der nächsten Thematik. So, und nun wird es super, super spannend, denn nun geht es, ja, dann wird es konkreter.
Und zwar möchte ich dich bitten, dir mal tatsächlich die Frage zu beantworten, wofür bist du in dieses Leben hineingeboren? Warum bist du in dieses Leben gekommen? Stell dir diese Frage und tauche ganz da ein, auch wenn du jetzt noch keine Antwort dazu hast. Das ist nicht so wichtig und auch nicht schlimm. Wichtig ist meines Erachtens, dass du dich mit dieser Thematik beschäftigst, also dich mit dieser Frage beschäftigst und immer wieder da nachspürst. Ja? Also nicht nur einmal dir auch das zu beantworten und denken, okay, das war die endgültige Antwort, das ist nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass auch hier geht es immer tiefer und tiefer und tiefer. Aber beginne, stelle dir diese Frage. Warum bist du in dieses Leben geboren? Nun kommt eine Thematik, die mich persönlich auch sehr herausgefordert hat. Und ich möchte die erstmal mit einer großen Überschrift zusammenfassen, nämlich das Zusammenfügen. Es geht um Folgendes. Viele Menschen, die sich ja, auf ihren spirituellen Weg gemacht haben oder machen, trennen sich von alten Themen, von alten Arbeitsbereichen, von alten Begabungen und so weiter. Also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich irgendwann, ich war früher ja in der Unternehmensberatung tätig, habe Unternehmen begleitet im Bereich Personal und das habe ich gemacht und irgendwann habe ich gedacht, nee, das ist es, also das will ich auf gar keinen Fall mehr, weil ich hier gemerkt habe, immer mehr das Thema Berufung, also ich will Menschen begleiten, dass sie in ihre Kraft kommen, in ihre Macht kommen, in ihre Berufung leben. Und dann habe ich meinen Fokus einfach darauf gelegt und habe mich lange Zeit aus dem Bereich Unternehmensberatung zurückgezogen. Und dann ist irgendwann Folgendes passiert. Dieses Drängen war wieder da und ich habe das Gefühl, ich muss wieder in Unternehmen gehen. Und ich habe gedacht, ich will doch gar keine Unternehmensberatung mehr machen. Und dann habe ich verstanden, doch natürlich, ich habe das damals gemacht, ich habe das damals auch gerne gemacht, früher gerne gemacht, genauso wie ich es heute auch gerne mache. Aber ich konnte nun einfach die Dinge zusammenfügen. Also all das Wissen, all auch diese Thematik über Spiritualität und das Thema Berufung, all das, meine Aufgabe war es, wieder in Unternehmen zu gehen, aber diesmal mit einer anderen Mission in Anführungsstrich. Und hier konnte sich der Kreis schließen. Und dann habe ich auch begonnen, mit Unternehmen, gerade im Rhein-Neckar-Raum, große, wunderbare Projekte, ja, zu dieser Thematik umzusetzen. Das könnte ich alleine, das wäre gar nicht meine Thematik, aber meine Thematik ist, ich bin eine Erinnerin, ich bin eine Geburtshelferin. Und nicht nur eben im Kleinen, in Anführungsstrich, im Persönlichen oder für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen. Das gehört zu meiner Aufgabe. Und das habe ich eben auch schon vor 20 Jahren gemacht. Und ich habe damals, als ich dann aufgehört habe, Unternehmensberaterin zu sein, gesagt, das mache ich nie wieder. Ja? Und so geht es vielen Menschen. Viele Menschen haben mit Dingen abgeschlossen und denken, die haben nichts mehr mit uns zu tun. Meine Erfahrung ist aber mittlerweile eine ganz andere. Und das kann ich dir sagen, nicht nur von mir, sondern wirklich im Begleiten von Tausenden von Menschen. Dieses nichts in deinem Leben war umsonst, auch nichts in deinem beruflichen Wirken war umsonst. Das heißt jetzt nicht, dass du all diese Themen, die du früher mal gemacht hast, dass du die jetzt auch machen musst. Aber es kann durchaus sein, dass du nun nicht, es kann sein, also es ist die Tendenz und auch ja, das, was ich wirklich wahrnehme und spüre, dass ganz viele Menschen ist jetzt der Punkt, wo sie alles zusammenführen. Ihre Begabungen, ihre Talente. Und zwar aus einer ganz anderen Perspektive. Aus der Perspektive einer erwachten Person. Zum Beispiel. Ja? Also, wenn du das Gefühl hast, ich weiß jetzt nicht, eigentlich irgendwie kriegt mich das noch so ein bisschen in die Richtung, aber ich will ja nicht so Marketing machen nach alten Schemen und so weiter. Musst du ja auch nicht. Du bist ja jetzt 10 Schritte weiter in Anführungsstrich. Du hast dich mehr mit dem Thema Spiritualität beschäftigt, bist mehr zu dir gekommen. Du fängst an, wirklich immer mehr deinem inneren Ruf zu folgen. Wenn dein innerer Ruf zu dir sagt, hey, Marketing ist das Thema, ja? Oder du bist doch als Ingenieur der Produktionsleiter, ja, und du hast es aufgegeben vor 5 Jahren und jetzt hast du das Gefühl, ja, dann ist es das, dann bringst du jetzt alles wieder zusammen.
Du fügst alles zusammen. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das gemacht habe. Vor ein paar Jahren habe ich eben das wahrgenommen bei mir und habe es umgesetzt. Dadurch habe ich große Dinge auf den Weg gebracht. Ich habe Projekte auf den Weg gebracht, die einmalig sind, ja, die im ganzen deutschsprachigen Raum einmalig sind und wo ich einfach so viel bewegt habe, ja, weil ich das bei mir zugelassen habe. Es ist das Zusammenfügen. Es ist nicht das Entweder-Oder. Es ist das sowohl als auch. Und das, es gab keine bessere Zeit, um genau dieses sowohl als auch durchzuführen. Jetzt ist die Zeit dafür. Ja. Okay. Gleich geht's weiter mit dem nächsten Impuls. So, und nun möchte ich dich im Grunde auffordern, ja, deine Seele wirklich sich, ja, durch dich auszudrücken. Erlaube es dir, erlaube, dass deine Seele ja durch dich mit dir wirkt. Also, ganz konkret geht es ums Umsetzen. Die Zeit des Kokettierens ist vorbei. Es ist Zeit, all das Wissen, all das, was in dir schlummert, all das, was dich drängt, nach außen zu bringen. Und zwar Schritt für Schritt. Du musst nicht das ganze Haus einreißen. Du kannst aber beginnen mit einem Zimmer. Ja? Geh Schritt für Schritt und mache den nächstmöglichen Schritt, der jetzt möglich ist. Aber tue es. Tue das, wozu dich deine Seele drängt. Lass zu, lass sie wirken. In und durch und mit dir. Dafür bist du hier. Nicht um deinem Verstand zu folgen. Dein Verstand ist ein Werkzeug deines Herzens, deiner Seele. Also wähle, wer die Hosen anhat. Es geht um das Umsetzen. Also setz das um, wozu du gedrängt wirst. Genau das ist die Zeitqualität jetzt. Du kannst dich wehren, du kannst es noch verschieben. Die Frage ist, warum solltest du es tun? Warum solltest du noch etwas aufschieben? Warum solltest du das Drängen, das in dir ist? Warum solltest du es aufschieben? Warum solltest du aufschieben, deine Berufung zu leben, deinem inneren Ruf zu folgen? Was für einen Sinn macht das? Folgst du nicht deinem Ruf, folgst du dem Ruf der anderen? Macht das einen Sinn? Für wen? Für dich nicht, für mich nicht, für uns alle nicht. Wenn du deinen Platz nicht einnimmst, du deinem Drängen deiner Seele nicht nachgibst, dann verwehrst du dich. Du verwehrst dich, dass du das Geschenk an die Welt bist. Du verwehrst dich, deinen Platz einzunehmen. Ich erinnere dich auch hier an dieses große, wunderschöne Bild. Wir sind alle ein Puzzlestück. Und das Puzzlebild, dieses wunderschöne, große Bild, kann nur wunderschön sein, wenn jedes einzelne Puzzlestück auch den richtigen Platz einnimmt. Nicht den falschen, nicht den Platz, der irgendwie nicht richtig ist, sondern der richtige. So. Und da musst du nichts an dir feilen, nichts an dir machen. Nur das Leben, was sowieso in dir da ist, was nach außen möchte. Also, hör auf deinen inneren Ruf, folge ihm und lebe deine Berufung. Hey, zu deinem Wohl und zum Wohl der Allgemeinheit. So, und hier kommt nun der Impuls für dich, wenn du das Gefühl hast, ah, ich weiß noch nicht so genau, was meine Berufung ist, ich bin unsicher, ich habe so viele Ideen und so weiter. Doch, der Impuls ist, doch, du weißt es. Du lässt aber nicht zu, dass du deiner inneren Stimme folgst, sondern du folgst immer noch entweder deinem Verstand, der sagt, ja, so oder so, das ist es oder das ist es. Oder du folgst dem Ruf der anderen. Du folgst dem Ruf deines Gurus, wem auch immer du folgst, ja, wem auch immer du gerne zuhörst oder bei Facebook folgst oder wie auch immer oder deiner Familie und so weiter. Du folgst nicht deinem Ruf. Du bist noch nicht bereit, den Weg nach innen zu gehen. Du weißt es.
Du brauchst doch niemanden, der dir sagt, was deine Berufung ist. Das ist nicht der Deal. Der Deal ist, dass du für dich wahrnimmst, was deine Berufung ist, was deine innere Stimme dir sagen möchte. Natürlich kannst du zum Channeling gehen oder irgendetwas, aber das ist nicht der Spaß an der Freude. Ja? Es geht darum, dass du anerkennst, dass du diese Antworten in dir hast und dass du dich endlich auf den Weg begibst in die Stille und die Stimme der Stille wahrnimmst. Warte nicht, ja, bis irgendwann das passiert, bis du irgendwie alles geklärt hast in deinem Leben. Nimm dir Zeit für dich. Und egal, wie du das tust, ist dein Mittel die Natur, ist dein Mittel Sport, dass du mehr zu dir kommst, ist dein Mittel Meditation, wie auch immer, auch ein Gespräch. Es ist völlig egal. Alles, was dazu dient, dass du mehr zu dir kommst. Aber es geht darum, dass du deine innere Stimme wahrnimmst und dass du dir erlaubst, deiner inneren Stimme, dass das die Wahrheit ist. Also ganz ehrlich, du kommst nicht drum herum, dir einfach Zeit für dich zu nehmen, damit du dich überhaupt wahrnimmst. Das ist der Knackpunkt. Nicht, dass du es nicht weißt. Ja? Und du denkst drüber nach. Und du solltest vielleicht aufhören zu denken und wahrzunehmen, zu fühlen, immer mehr. Vielleicht fällt es am Anfang nur ein bisschen schwer, aber fühlt sich etwas gut für dich an, dann ist es gut für dich. Fühlt sich etwas nicht so gut an, dann ist es nichts für dich. Ganz einfach. Folge dem, was dir gut tut, was sich gut anfühlt. Ob es einen Sinn macht, das ist völlig egal. Also komm immer mehr, erkenne an, dass das Herz, ja, das Zentrum deines Seins ist. Erkenne an, dass das Herz, deine Seele, dass das letztendlich deine Wegweiser sind. Aber du kannst sie einfach nicht wahrnehmen. Deswegen weißt du nicht, in Anführungsstrichen, was deine Berufung ist, weil du deine innere Stimme nicht wahrnimmst. Ja? Du nimmst mehr die Stimme der anderen wahr. Und auch für dich nochmal zur Erinnerung, falls es dir schwerfällt, eben deine innere Stimme wahrzunehmen. Ich habe schon am Anfang das Ganze verlinkt, verlinke es jetzt gerade nochmal. Schau dir das Video ganz in Ruhe an, die Schlüssel zu deiner inneren Stimme. Ja? Also was da für dich passend ist. Vielleicht hilft dir das. Okay, sage nicht, du weißt nicht, was deine Berufung ist, sondern treffe eine Wahl, immer mehr Zeit für dich selbst zu nehmen, immer mehr deinen Inneren zu erkunden, immer mehr dich selbst wahrzunehmen. Und dann wirst du ganz genau deine innere Stimme, diese leise innere Stimme, die wird dann immer lauter und lauter und lauter. Okay. So, und nun geht es weiter. Dieser Impuls ist für dich gedacht, wenn du im Grunde schon weißt, was deine Berufung ist, es ist aber noch nicht so richtig klappt, oder du schon deine Berufung, ja, eigentlich sagst, okay, ich habe ja meine Berufung, du hast auch schon deine Berufung gelebt oder lebst deine Berufung, aber es klappt nicht mehr so, wie du es gerne hättest. Also, du kannst hier nicht mehr so von deiner Berufung leben und irgendwie tun sich jetzt ganz komische Dinge auf und ja, so einfach pflückt es gar nicht mehr und so weiter. Also, hier möchte ich dich daran erinnern nochmal, dass Berufung nicht etwas ist, was du dir irgendwann erarbeitet hast, ja, oder irgendwann klar war und dann nie wieder etwas damit passiert. Also, dass du dann immer dieses eine Ding, das du dann irgendwann dir ausgedacht hast oder wahrgenommen hast, wie auch immer, dass du das dann ein ganzes Leben lang lebst. Das ist nicht Berufung. Nochmal zur Erinnerung. Berufung ist ein Weg. Ich erinnere dich hiermit, dass Berufung nichts anderes bedeutet, wie dass du jeden Tag im Grunde wahrnimmst, was jetzt für dich dran ist, was dir deine innere Stimme, dein innerer Ruf mitteilen möchte, was dir deine Seele mitteilen möchte, was jetzt zu deinem Seelenplan dazugehört, zu fühlen, was jetzt dran ist. Ja, und das dazu machen, auch wenn es für dich keinen Sinn macht. Du hast es dir vielleicht zu bequem gemacht in deiner Berufung, ja, und aber vielleicht steht für dich einfach die nächste größere Version von dir an, die nächstgrößere Möglichkeit von dir. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe schon vor ein paar Jahren gedacht, ich bin fertig, ja. Und ey, ich lebe ja meine Berufung, alles ist klar. Was soll ich eigentlich im Grunde noch hier? Ernsthaft, das habe ich wirklich eine Zeit lang gedacht. Das Leben hat mir aber dann doch relativ schnell gezeigt,
dass ich hier noch ein paar Aufgaben bzw. Herausforderungen, nächste Schritte zu tun habe. Ja, die nächstgrößere Version, Dinge, die hätte ich mir damals nicht mal in meinen wildesten Träumen ausgemalt. Die sind dran gewesen, die kamen dran und die kommen jetzt immer auch wieder dran. Ich ruhe mich nicht darauf aus, obwohl für mich eigentlich klar ist, was meins ist. Und es verändert sich auch nicht grundlegend, aber es kommen neue Menschen, neue Kooperationen, neue Konstellationen, neue Projekte, neue Unternehmen und so weiter. Also wirklich neue Aufgaben, ja, die dran sind, die ich vor ein paar Jahren einfach nicht in der Lage gewesen wäre zu machen. Ich wäre noch nicht bereit gewesen. Aber Berufung ist, wie gesagt, es ist ein Weg. Und jetzt nehme ich wahr, was mich jetzt ruft, was jetzt dran ist. Ja, und deswegen appelliere ich auch an dich, mach dich nicht kirre, ja, hol dich zurück und nimm wahr, was jetzt dran ist und schau, was ist deine nächstgrößere Vision von dir, deine nächstgrößere Möglichkeit, was bietet dir, das Leben bietet dir Möglichkeiten, ja, es bietet dir Herausforderungen. Und du kannst jetzt sagen, boah, nee, ich will doch, ich weiß doch, ich will, ja, wenn das Thema Geld jetzt gerade zum Beispiel ein Thema ist und so. Verstehe ich jetzt gar nicht, lebe doch meine Berufung. Ja, dann will dir diese Thematik etwas sagen. Da ist ein Geschenk da drin. Du kannst jetzt sagen, habe ich schon vor 20 Jahren bearbeitet oder vor 5 Jahren, ja, und will ich mich jetzt damit nicht beschäftigen? Oder du schaust, was dieses Geschenk für dich da drin ist, ja, und nimmst jetzt wahr. Vielleicht war gestern deine Berufung, keine Ahnung, irgendwie Schneiderin zu sein, ja, und jetzt hast du das Gefühl, jetzt willst du, keine Ahnung, Maskenbildnerin sein oder Sängerin und es drängt dich dazu und du fängst an und denkst, nee, das kann ich nicht, ah, da muss ich alles aufbauen. Hey, wenn das aus dir heraus will, dann ist es das jetzt, ja? Also, dräng die Sachen nicht weg, nimm wahr und komm immer wieder ins Hier und Jetzt zurück und nimm wahr, was deine Seele dir jetzt mitteilen möchte, was jetzt dran ist. Ja? Das war der Impuls für dich. So, und nun komme ich zum dritten und letzten Impuls. Und dieser Impuls ist für dich gedacht, wenn du einfach müde bist. Müde, du hast schon so einen langen Weg hinter dir. Du hast schon vor vielen Jahren, hast du Bewusstseinsarbeit betrieben. Dinge, die du jetzt liest, denkst du, mein Gott, das habe ich schon vor 10 Jahren oder 5 Jahren schon geklärt und so weiter. Und du merkst auch, dass jetzt bei den Frischlingen, ja, also Menschen, die sich jetzt erst mit dieser Thematik beschäftigen, dass alles viel, viel schneller geht. Und irgendwie bist du sogar genervt vielleicht, ja, dass du dich schon mit so vielen Dingen beschäftigt hast. Und ja, vor allen Dingen deswegen genervt, weil scheinbar in deinem Leben, also in deinem äußerlichen Leben, sich nichts Positives verändert hat. Also du hast jetzt nicht viel mehr Kohle. Du bist jetzt irgendwie nicht, was weiß denn ich, so schlank, wie du es gerne hättest, ja. Du hast nicht den Traumjob, ja, den du dir vorgestellt hast. Und irgendwie an den Äußerlichkeiten scheint es so, wie wenn ja nichts passiert ist in deinem Leben. Also du auch nichts erreicht hättest, ja. Und dir möchte ich sagen, das ist nicht wahr. Du bist all diesen Weg gegangen. Du bist eine Wegbereiterin, du bist eine Pionierin. Das sind wir im Grunde alle, ja. Aber du ganz besonders, die sich mit solchen Themen schon so lange beschäftigt hat, du bist vorne rausgegangen. Du hast den Weg geebnet für ganz viele Menschen, die jetzt ihren Weg erst gehen können. Das können die nur, weil du diesen Weg gegangen bist. Und du bist müde, weil du diesen Weg schon so lange gehst. Und weißt du was? Du kannst aufhören, müde zu sein. Du kannst aufhören zu kämpfen. Du musst nichts mehr erreichen. Es muss auch nie in deinem realen Leben, da muss nichts mehr sein. Warum ist es dir wichtig, dass du bestimmte Dinge hast? Ja? Schau, gib dich einfach hin. Und weißt du, was besonders wichtig ist für dich? Ist, dass du Dinge tust, die dir Freude machen. Der lange Weg des Kämpfens ist vorbei. Du musst nicht mehr kämpfen. Du hast den Weg bereitet. Du kannst jetzt dich entspannen und du kannst genießen. Du kannst genießen, dass du diejenige warst, die das überhaupt ermöglicht hat. Schau dich doch mal um. Du weißt ganz genau, du, ganz, ganz besonders du, weißt ganz genau, dass
diese Bewegung, die jetzt ist, dass Berufung immer mehr Mainstream geht, dass immer mehr Menschen sich mit Spiritualität beschäftigen, dass Yoga überall in jedem Fitnessstudio ist und so weiter, dass Veganismus und so weiter, dass das ein Teil deiner Vorarbeit ist, dass du diesen Weg schon lange vorher gegangen bist, als vegan noch irgendwie, was ist das, ja, ist und jetzt auch, ja, Mainstream ist. Und du warst eine Wegbereiterin. Freue dich, zelebriere dich, feiere dich, dass du diesen Weg gegangen bist, ja, und dass du überhaupt die Möglichkeit für andere geboten hast. Das ist ein, ja, ein Dankeschön an dich, dass du diesen Weg gegangen bist. Und ich bin diesen Weg auch gegangen, deswegen weiß ich, von was dich so quält. Aber weißt du was, wir müssen diesen Weg, es muss nicht mehr anstrengend sein. Jetzt ist die Zeit, wo du auch bewusst dich für die Freude entscheiden kannst. Du kannst sie wahrnehmen, sie ist da. Sie ist nur versteckt jetzt durch diesen langen, müden ja, Weg, den du auch gegangen bist. Anstrengenden Weg. Du darfst jetzt immer mehr die Freude in dir wahrnehmen und du darfst immer mehr die Freude zelebrieren. Du darfst das tun. Du musst dich jetzt nicht mehr um die anderen kümmern. Du musst nicht mehr von herausrennen. Jetzt ist so viel in Bewegung gekommen. Ja? Und du darfst einfach tun, wozu du Bock hast. Das ist das, um was es in deinem Leben jetzt geht. Ja? Und du wirst auch damit wirst du vorne rausgehen. Ja? Weil immer mehr die Freude zu leben, das ist das, wozu wir hierher gekommen sind. Wir sind hierher gekommen, damit wir all das erleben, um letztendlich die Freude zu erleben, die Liebe zu erleben. Und du bist bereit, ja, genau das zu tun. Du hast bloß jetzt vergessen, ja, vor lauter Kampf, vor lauter Vorausrennen, dass es letztendlich darum geht. Also, erinnere dich, ich erinnere dich jetzt. Und lebe immer mehr das, was dich erfreut, was dich kickt, was in dir ist. Und es ist so egal, was andere denken, was andere sagen. Und erinnere dich, dass du wirklich eine Göttin, ein Gott bist, der hier auf Erden wandelt und so viel schon bewirkt hat. So viel, was du wahrgenommen hast und was du auch nicht wahrgenommen hast. Ja, das ist mein Dankeschön an dich und meine Erinnerung. Okay, ihr Lieben, das war ein umfangreiches Video, ja, wozu es mich gedrängt hat. Und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, immer mehr deinem inneren Ruf zu folgen, immer mehr das zu tun, was dich wirklich kickt, wozu du hergekommen bist, deinen Seelenplan zu erfüllen, immer mehr Freude zu erleben, Liebe zu erleben, ja, zu deinem Wohl und zum Wohl der Allgemeinheit, um letztendlich, ja, dass du dein Leben voller Freude lebst, aber auch andere inspirierst, diesen Weg zu gehen. Dafür danke ich dir aus tiefstem Herzen und freue mich, ja, über deine Kommentare und deinen Weg. Also, bis bald. Ciao.